Ich freue mich auf einen ganz besonderen Stargast. Er verbindet Hollywood und Fitness in einem Körper und das ist ein großer, schöner Körper. Hier ist Ralf Möller! Du hast es jahrelang verheimlicht, aber heute lässt du das Geheimnis raus. Das Problem ist natürlich, du kennst das Geheimnis selber nicht, aber wir lernen es gerade kennen. Und die Zuschauer zu Hause auch. Und auch die Presse. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ob es dir gelingt, das Geheimnis zu wissen. Danke, Mann. Ich übergebe an die befreundete Presse. Okay. Ja. Peter Pichler, Recklinghäuser Tageblatt. Man hat ja schon früher vielleicht so Tendenzen feststellen können bei Ihnen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie, ich sag mal, immer alles geben. Und, aber das ist ja jetzt etwas ganz Neues. Hat ja niemand mit gerechnet. Naja, man muss sich natürlich ausprobieren im Leben. Das ist ganz klar. Und von daher habe ich mir gesagt, du versuchst es einmal, du willst das Gefühl haben, wie ist das so überhaupt? Also Eduard Schenkelmann, mein Name, von der Praline bin ich. Ich wollte mal fragen, würden Sie sich denn auch von uns mal so fotografieren lassen? Ich meine, jetzt wo es raus ist. Ja gut, ich meine, Burt Reynolds hat sich ja auch schon auf dem Tiger hingelegt und so weiter. Aber ich denke mal, wenn man ja, einigermaßen gut gebaut ist, wobei man auch nichts dagegen hat, wenn einer füllig ist. Ne? Es kommt halt nur darauf an, wie man sich halt gibt. Sexy. Ja, das kann man mal machen. Ja, aber warum haben Sie es denn jahrelang geheim gehalten? Warum jetzt? Ja, ich meine, irgendwann kommt man immer raus, ne? Und irgendwann muss man mal zeigen, was man in sich hat oder in sich gefühlt hat, sag ich mal so. Dann halt, ne? Ich habe eine Frage zur Beschaffung. Funktioniert das freiwillig? Bekommen Sie freiwillig die nötigen Utensilien geliefert oder müssen Sie sich auf halblegale Weise diese Dinge beschaffen? Also... Ich habe natürlich viele Freunde und Bekannte, und dadurch bedingt, die helfen dann schon mal aus. Okay. Und nur mal Butter bei die Fische. Sie haben sich ja auf eine Person spezialisiert. Warum ausgerechnet diese eine Person? Ja gut, was ist der Reiz? Der Reiz, diese Person hat auch mal irgendwo zu verkörpern. Also, dass man, ich meine, es ist ja, man kommt ja nicht. Man kommt ja nicht alle Tage dazu, das zu machen. Ich meine, tun Sie es gerade in diesem Moment? In diesem Moment? Nein, in diesem Moment stelle ich also, bin ich ja erstmal froh, diese Pressekonferenz zusammengerufen, um darüber zu sprechen. Das ist ja, aber was sagt er dazu? Was sagt er dazu? Ich meine, Sie kennen sich schon so lange. Und was sagt er denn dazu? Weiß er davon? Und könnte das Konsequenzen für den nächsten politischen Wahlkampf haben? Ach Gott, ja. Ja, also gut, ich meine, mir fehlt natürlich vielleicht fehlt mir noch der nötige Akzent dazu, aber ich meine, das kann man ja alles noch erlernen. Sie müssen ja die gleiche Körbchengröße haben, anders geht's doch gar nicht. Nein, also... Als Frau, das kann es ja gar nicht gehen. Also als Frau verkleidet. Als Frau verkleidet. Ja, als welche denn? Ja, als Schwarzenegger dann halt, ne? Als Schwarzeneggerin, so nennen Sie sich. Also, ja, Sie sind ja nicht wirklich verkleidet. Sie leihen sich ja praktisch nur was aus. Das leih ich mir nach dem Büsten halt, ja. Ja, gut. Und der Rest, das dazu. Unterhöschen. Ja. Okay. Oh my God.